Wenn du nicht die Zeit für das ganze Video hast, empfehle ich dir auf jeden Fall zumindest ab Minute 23 zu hören, weil das ist, glaube ich, der wichtigste Teil im ganzen Video. Danke. Moin zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal. Vielleicht auch für dich das erste Mal hier auf dem Kanal. Es geht, wie bereits im Titel zu sehen, heute um Hannover 96. Ich als großer 96-Fan und auch als YouTuber, der dafür bekannt ist, gerne mal seine Meinung zu diesem Verein zu sagen, will heute einfach mal ein bisschen Dampf ablassen einerseits, aber einfach auch mal die Situation, die aktuell im Verein herrscht, aufarbeiten. Weil ich glaube, es ist an der Zeit, dass das irgendjemand mal so ein bisschen tut und einfach mal, dass man schaut, wo wir eigentlich gerade stehen, als Verein, als Hannover 96, als Fans, als Spieler, als, ja, als was eigentlich, weil momentan ist das eigentlich kaum noch als richtiger Bundesliga oder zweite Bundesliga-Verein zu definieren. Dazu aber mehr im Video. Wenn du diesen Kanal noch nicht kennst oder noch nicht abonniert hast, dann hol das jetzt gerne nach. Das Abo ist kostenlos und du wirst hier in Zukunft viele Videos finden, nicht nur zu Hannover 96, sondern allgemein rund um den Fußball. Und ich wünsche mir, dass du hier bleibst und dass alle anderen, die dieses Video jetzt gucken und die mich schon kennen, sich darüber freuen, denn wir sind bei einer neuen Episode von Bubble Time. Bubble Time, das Format, in dem ich einfach drauf losrede, natürlich ein bisschen strukturiert in diesem Fall, da komme ich nicht drum rum, aber nichtsdestotrotz mit einiger, ja, wutgeladener Spontanität, denke ich mal. Wutgeladen, so klinge ich vielleicht jetzt gerade nicht, aber in mir brodelt es ziemlich. Seit heute Mittag die letzte Hiobsbotschaft, die jüngste Hiobsbotschaft, zumindest nach meinem aktuellen Kenntnisstand, um 20 Uhr am Donnerstagabend eingetrudelt ist. Hannover 96 beurlaubt bzw. stellt frei seinen Sportdirektor Jan Schlaudraff. 96 hat dieses Jahr allgemein viele Schlagzeilen gehabt und das ist jetzt nur die jüngste Hiobsbotschaft, wie ich es gerade gesagt habe, in einer ganzen Reihe von verschiedensten Hiobsbotschaften. Das ging bereits vor der Saison los, man hatte ja keine richtige Idee, was man auf dem Transfermarkt machen möchte, denn man hatte ja kein Geld zur Verfügung und wir kommen unter anderem zu diesem Themengebiet Transfers. Es wird weiterhin um Martin Kind gehen, es wird um Jan Schlaudraff gehen, es wird um Gerhard Zuber gehen und es wird um den ganzen Rest gehen. Wir arbeiten das Ganze mal so ein bisschen auf. Im Sommer ging es im Endeffekt los mit der Verpflichtung von eben Jan Schlaudraff als jungem, unerfahrenen Sportdirektor an der Seite von seinem ehemaligen Trainer und auch neuen Trainer von Hannover 96, Mirko Slomka. Slomka in Hannover zu seiner Zeit, seiner erfolgreichsten Zeit, unfassbar beliebt. Dann mit einem sehr traurigen Abgang, als es einfach nicht mehr lief. Und dann, ja, ist er jetzt wieder gekommen. Nach einigen Jahren, wo er unter anderem den HSV trainiert hat und nicht gut trainiert hat und Karlsruhe trainiert hat und nicht gut trainiert hat. Man hat das Vertrauen in ihn gesetzt und man meinte, mit ihm will man einen Neuanfang schaffen. Bei Schlaudraff war eigentlich geplant, ihn ranzuführen, aber nachdem Horst Held weg war, wurde gesagt, yo, dann machen wir es halt so, wir kriegen das schon irgendwie hin. Zitat Martin Kind. Vollkommen falsches Signal direkt zum Anfang der Saison, aber in Ordnung. Gut, dieses Gespann ist also dann dafür verantwortlich, die sportlichen Geschicke irgendwie in den Griff zu bekommen. Nach einem Abstieg in die zweite Bundesliga, dieses Mal eben nicht mit den finanziellen Möglichkeiten wie in der letzten Zweitligasaison, diesen finanziellen Abstieg automatisch bedeuten, mit dem sportlichen Abstieg einfach so wegzustecken und zu verkraften, hat 2,5 Millionen Euro in etwa zur Verfügung, um Transfers zu tätigen, um den Kader auf Vordermann zu bringen. Abgänge von Niklas Füllkrug, von Ilas Bebu, von Firmin Schwegler und weiteren Leistungsträgern irgendwie zu kompensieren. Beeindruckenderweise kann man zumindest Spieler wie Waldemar Anton, die definitiv Abschiedsgedanken haben, halten. Einen anderen Spieler, den man halten kann bzw. halten muss irgendwo, ist Michael Esser. Zu dem kommen wir ganz explizit am Ende dieses Transferparts. Man hat relativ viele Transfers dann tatsächlich doch gemacht für relativ kleines Geld und gerade vor dem Hintergrund, dass man halt kaum Mittel hatte, war das alles auch eigentlich gar nicht schlecht, was der Schlaudraff da gemacht hat. Unter anderem ehemaligen Torschützenkönig der zweiten Bundesliga Marvin Ducksch von Fortuna Düsseldorf, wo er nicht sonderlich erfolgreich in der ersten Liga war, geholt. Dazu Cedric Teuchert, Riesentalent von Schalke 04, U21-Nationalspieler geholt. Ron-Robert Zieler, den ehemaligen 96-Kapitän, zurück an die Leine geholt vom VfB Stuttgart, ebenfalls für kleines Geld, um eigentlich Bruno Esser zu ersetzen, dazu später mehr. Man holt das Talent Emil Hansson aus den Niederlanden. Man holt unter anderem auch einen neuen Innenverteidiger von Norwich City, beziehungsweise der sich in der zweiten Liga bereits bewiesen hat, mit
Marcel Franke. Man holt Sebastian Jung, verletzungsanfällig, aber nichtsdestotrotz gut auf der rechten Außenbahn mit Bundesliga-Format, zumindest in früherer Zeit. Man holt im Mittelfeld einen variablen Spieler in Dennis Aogo und man kann auch noch den Transfer von Marc Stendera realisieren, einem unfassbar talentierten und leider Gottes viel zu oft verletzten Mittelfeldakteur. Dazu holt man noch Jannis Horn, so ein bisschen vorgesehen für die Linksverteidigerposition, aber auch für die Innenverteidigung. Man kann mit Leistungsträgern aus der Abstiegssaison, wenn es da überhaupt richtig welche gab, verlängern bzw. man kann sie halten, unter anderem Hendrik Weidand. Auch Talente wie Florent Muslia sind weiterhin da und auch Linden Meiner bleibt abgangstechnisch. Wie gesagt, haben wir eine Menge zu verkraften gehabt, unter anderem Bebu, Füllkrug und natürlich nicht zu vergessen auch Pirmin Schwegler als ganz, ganz wichtige Säulen. Wallace ist ebenfalls gegangen. Und auch zum Beispiel Noah Joel Saren Renbase. Aber das sind teilweise auch nebensächliche Namen. Die sind nicht alle so bedeutend. Der Kader, das Grundgerüst, sieht eigentlich komplett neutral betrachtet gut aus. Man scheint konkurrenzfähig zu sein und es geht in die Bundesliga und es läuft nicht. Erster Spieltag, 1-2 Niederlage in Stuttgart. Topfavorit auf den Aufstieg ist okay. Zweiter Spieltag, unentschieden, zu Hause, naja, gegen Regensburg kann man da schon mal gewinnen und dann ein Auswärtssieg in Wiesbaden. Lief eigentlich ganz gut, aber es zog sich so wie ein roter Faden. Mal hat man gewonnen, mal hat man vor allem auswärts, Heimsieg hat ja gedauert, mal hat man verloren, mal hat man unentschieden gespielt, aber man hat vor allem unnötige und hohe Niederlagen gehabt. Unter anderem zu Hause gegen Bielefeld und auch zu Hause gegen Nürnberg mit 0-4. Ein wichtiges Spiel, was man bereits nach 2 Minuten so gefühlt verloren hat. Man hat auch unglückliche Spiele, zum Beispiel das Spiel gegen Darmstadt 98, zu dem wir auch noch in diesem Video kommen werden. Aber nichtsdestotrotz eigentlich die sportliche Situation absolut unbefriedigend. Hängt das jetzt mit der Transferpolitik zusammen oder hängt das damit zusammen, dass der Trainer nicht funktioniert hat? Oder ist es ein Gesamtpaket aus der kompletten Unruhe, die im Verein halt einfach dauerhaft existiert, weil Martin Kind keine Ruhe einkehren lässt? Es ist schwer zu sagen, woran es letztendlich gelegen hat. Es gab den Trainerwechsel nach einem Unentschieden, was irgendwo komisch ist, weil nach einem unentschiedenen Trainer zu entlassen, das ist schon ein klares Zeichen. Slomka musste gehen und es kam Kenan Kotschak. Erstmal wurde in Heidenheim sang- und klanglos mit dem Ersatztrainer verloren und dann kam Kenan Kotschak. Kotschak konnte die Mannschaft bis zur Rückrunde stabilisieren, man hat gute Spiele geliefert, unter anderem zu Hause gegen Stuttgart. Heimschwäche hat man auch in gewisser Weise abgelegt, man hat nämlich den ersten Heimsieg geholt, wenn auch erst in der 90. Minute gegen Erzgebirge Aue, aber die Ergebnisse sahen besser aus oder sehen besser aus, das kann man so definitiv sagen. Kommt die Winterpause, kommt natürlich auch die Transferspekulation. Der Markt ist offen und 96 muss verpflichten, denn das reicht nicht für die Bundesliga, das reicht nicht für die Ziele. Der Kader ist vielleicht gut genug, gerade wenn Kotschak daran arbeiten kann, um den Abstieg zu verhindern, aber ein bisschen mehr soll es ja schon sein und gerade für die nächsten Jahre oder für die nächste Saison muss ja ein bisschen Vorbereitung getroffen werden. Problematik, Schlaudorff hat kein Geld. Und jetzt kommen wir zum Thema Spiel in Darmstadt, mit dem nämlich diese ganze Unruhe so richtig losgegangen ist. Spiel gegen Darmstadt natürlich, nicht in Darmstadt. Man verliert zu Hause, obwohl man in der 88. Minute den Ausgleich schießt. Der Videoassistent erkennt das Tor von Marc Stendera, ein absolutes Traumtor aus 25 Metern in den Winkel, zu Recht ab. Schiedsrichter hat den Ball berührt, Videoassistent greift ein. Die Frage ist, warum merkt der Schiedsrichter das nicht selber? Vielleicht wusste er nicht über die Regel Bescheid. Die Regel ist neu, die Regel ist dumm. Aber es wird nun mal abgepfiffen. Vollkommen in Ordnung im Nachhinein betrachtet. 96 akzeptiert das aber nicht. Legt Einspruch ein. Das Ganze eben in Kombination mit der Entlassung von Mirko Slomka und mit den unzufriedenstellenden sportlichen Ereignissen. Das alles hat einen richtigen, ja, Taifun ausgelöst. Nicht Taifun Korkut, sondern ein Taifun einfach in Hannover. Negative Emotionen, die Fans unzufrieden, Martin Kind natürlich unzufrieden, alle unzufrieden. Unruhe. Und das hat sich weiter fortgesetzt. Denn die sportlichen Leistungen, wie gesagt, haben sie unter Kotschak stabilisiert, aber nichtsdestotrotz hatte man die Problematik oder hat man weiterhin die Problematik. Es passt einfach, die Situation in der Tabelle passt nicht zu den sportlichen Ambitionen. Dementsprechend muss im Winter was passieren. Problem ist, es ist Unruhe. Welcher Spieler möchte zu einem Verein kommen, in dem es unruhig ist? Wir kommen zur Personalie Jan Schlaudraff, wir kommen zum Transferfenster. Hannover 96 konnte bisher in diesem Transferfenster keinen einzigen Spieler verpflichten. Auf welcher Position man allgemein Nachholbedarf sieht, das ist die große Frage. Im zentralen Mittelfeld theoretisch, weil Dennis Aogo eigentlich schon wieder weg soll. Auf der Außenverteidigerposition, in der Innenverteidigung, wo verletzungsanfällige Spieler stehen. Eventuell im Sturm oder auf den Flügeln, wo man noch ein bisschen Durchschlagskraft benötigen könnte. Auch wenn die Kombination Duxch-Weidand eigentlich gar nicht so schlecht ist und man mit den Talenten eine Menge Potenzial in der Hinterhand hat. Zum Beispiel mit Sebastian Soto. Naja, wurde also keiner geholt. Und dann gab es mal einen Namen und dieser Name hat den nächsten Krach ausgelöst.
Denn Mavropanos von Arsenal geht, obwohl Per Mertesacker ein gutes Wort für 96 eingelöst hat und eingelegt hat, nicht zu 96, sondern zu Nürnberg. Die Entscheidung kann ja auf was auch immer gefußt sein, vollkommen okay, aber nichtsdestotrotz ist es schon mal ein klares Statement, wenn sich Mertesacker sogar persönlich ins Zeug legt und bei ihm vorstellig wird und vorspricht für Hannover und er sich eben dagegen entscheidet. Allerdings ist da eben die Hintergrundstory noch entscheidend, denn Jan Schlaudraff wird in seiner Kompetenz beschnitten. Klar, es ist seine erste Saison als wirklicher Manager oder Sportdirektor und er hat im Sommer sicherlich nicht unbedingt die Transfers gemacht, die 96 extrem weitergebracht und die Tabellenspitze geführt haben, aber er hatte ja auch gar nicht die Mittel dafür und im Winter hat er die Mittel auch nicht, Geld ist nicht da. Man muss also quasi Spieler holen, die eigentlich überhaupt keine Lust haben, nach Hannover zu kommen, weil Unruhe und die sportliche Situation einfach so ein bisschen die Stimmung vermiesen und dazu kommt noch, dass man eh kein Geld hat. Wie soll das funktionieren? Geht nicht. Dementsprechend strebt man an, Spieler auszuleihen. Zum Beispiel Mavropanos. Gute Idee. Wer legt sein Veto? Wohl ein Martin Kind. Der sagt, nee. Wir holen den nicht nur per Leih, wir brauchen eine Kaufoption. Arsenal will keine Kaufoption. Vielleicht will der Spieler auch keine Kaufoption. Vielleicht hat man gar nicht das Geld für eine Kaufoption, weil man gar nicht weiß, wie die Situation nächsten Sommer ist und ob man überhaupt in der Innenverteidigung wirklich Verstärkung braucht. Auf jeden Fall zerschlägt sich der Transfer deswegen. Heißt auch, dass das Tischtuch zwischen Kind und Schlaudraff an diesem Zeitpunkt zerrissen ist. Ganz klar, weil wenn der Sportdirektor ihn verpflichten will und der Präsident sagt nein, dann ist das nicht gut, wenn man da keine Lösung findet und der Spieler dann woanders hingeht, zumal noch zu einem direkten Konkurrenten, nicht nur in der zweiten Liga, sondern jetzt aktuell noch im Abstiegskampf, wie man es ja im Endeffekt betiteln muss. Schlaudraff konnte auch sonst keinen Spieler gewinnen und leider Gottes hat auch Kotschak nicht gerade dazu beigetragen, dass die Situation ruhiger wurde, dass man mit dem Kader zufrieden sein kann, denn nach den Testspielniederlagen gegen Paderborn und Bremen am gleichen Wochenende hat er unter anderem gesagt, die jungen Spieler und die Talente sind noch weit davon entfernt, in der zweiten Bundesliga zu spielen. Vor allem den jungen Spielern, damit meinte er ausdrücklich nicht die Talente, das wurde klargestellt, denen fehlt die Mentalität, damit sind gemeint zum Beispiel Hansson und Muslia. Bei Muslia kann ich das komplett so bestätigen, um mal komplett aus meiner persönlichen Perspektive zu sprechen. Muslia ist ein Spieler mit einem Mentalitätsproblem, der fühlt sich nämlich einfach zu gut. Und der hat einfach nicht diesen Elan, der hat einfach nicht diesen Ehrgeiz. Und das nervt, wenn man ihm beim Fußballspielen zuguckt. Extrem talentierter Spieler, aber einfach zu selbstverliebt und zu wenig ehrgeizig und mit zu wenig Arbeitsmoral und Arbeitsbereitschaft im Endeffekt. Gut, also man hat den Spieler, den man wollte, nicht bekommen. Man hat die eigenen jungen Spieler vor allem so ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Die sportlichen Ergebnisse stimmen nicht, man hat Verletzungsprobleme und allgemein ist man nicht 100% zufrieden mit dem Kader. Alles Unruhefaktoren. Jetzt kommt Konflikt Numero Dos. Und zwar der zwischen Gerhard Zuber und Hannover 96. Zuber im letzten Jahr, der Vertraute von Held, der ja mittlerweile nicht mehr bei 96 ist, so ein bisschen im Konflikt mit 96, denn man hat ihn eigentlich freigestellt und man hat ihm auch komplett alle Möglichkeiten genommen zu arbeiten. Man hat seinen Zugang bei 96 gesperrt, man hat seine Zugangskarte bei 96 gesperrt, er kam also nicht mehr auf den Server, gar nicht mehr in die Gebäude rein und er wurde von der Geschäftsstelle in die Arena verlagert. Klarer Fall eigentlich vom Mobbing, aber gut, wenn der halt eben nur mal freigestellt ist und nicht mehr mitwirken soll, könnte der theoretisch gefährden. Trotzdem nicht die feine englische Art. Das Ganze ging vor das Arbeitsgericht. 96 wollte nämlich auch den Vertrag nur bis 2020 befristet plötzlich haben. Er ist aber unbefristet, geht also bis 2021. Schlaudraff in der ganzen Zwischenzeit hat sich in den Medien nie groß geäußert. Hat immer versucht, im Ruhigen zu arbeiten. Hat im Sommer viele Transfers gemacht, die auf den ersten Blick auch wirklich gut weiterhelfen. Die Leistungen okay, aber trotzdem, die Transfers waren gerade für die Mittel sehr gut. Zuber ist in den Medien und es gilt als extrem gestörtes Verhältnis zwischen ihm und 96. Und dann kommt am heutigen Tag die dicke Bombe und Martin Kind stellt Jan Schlaudraff frei, weil es große Differenzen in der Idee über die Zukunft von Hannover 96 gibt. Das ist in gewisser Weise nachvollziehbar. Das ist Quatsch, weil Schlaudraff einen guten Job gemacht hat, weil Schlaudraff eine Vereinslegende beinahe schon ist. Eigentlich ist er eine Vereinslegende, gerade weil er uns in die Euroleague zum ersten Mal geschossen hat. Es war ein toller Spieler, der leider Gottes auch öfter Probleme mit Verletzungen oder Leistungsinstabilität hatte. Und jetzt wird er einfach gegangen. So wie Daniel Stendel, sehr, sehr stark mit einem Geschmäckle dabei. Aber wie gesagt, rein aus präsidentialer Sicht kann man das irgendwo nachvollziehen. Wenn die Idee nicht stimmt, dann musst du dich halt trennen. Nur ist die Reaktion darauf, Gerhard Zuber einzustellen. Das möchte ich jetzt einfach mal so stehen lassen. Ich habe gerade den Kontext erklärt. Und da ist für mich der Punkt erreicht,
Diese Wiedereinstellung ist ein klares Zeichen dafür, egal, dass ich in der Vergangenheit pro Kind war und oft pro Kind gesprochen habe, Martin Kind hat den Verstand verloren. Es geht gar nicht mehr anders. Das ist wirklich nicht mehr, also es ist nicht mehr anders erklärbar. Wir kommen jetzt gleich auch noch zu der wunderbaren Situation von Esser und Zieler, die so der Anfang davon war. Aber wenn man sich das einfach nur vor Augen fühlt, dass der aktuelle Sportdirektor, der sich nichts zu Schulden kommen lassen hat, entlassen wird und einer, mit dem man einen juristischen Konflikt hatte, wird wieder eingestellt. Ohne irgendeinen Sinn dahinter. Das ist Wahnsinn. Und das ist wirklich Wahnsinn. Und da muss man sich langsam fragen, ist es noch das Richtige für 96, dass Kind einfach alle Stricke in der Hand hält. Egal wie sehr man Kind jetzt auch verteidigen möchte, ich habe Kind in der Vergangenheit immer verteidigt. Er ist in meinen Augen guter Präsident gewesen, das wofür er gestanden hat, 50+1 abzuschaffen. Vollkommen nachvollziehbar in seinem Kontext. Alles in Ordnung, alles tutti, ich war nie gegen ihn, ich habe nie irgendwie groß Kind muss weggeschrien. Aber die letzten Entscheidungen von der Entlassung von Slomka über die Transfers im Sommer, über die Vorwürfe gegen Jan Schlaudraff bis jetzt hin zu dieser Entscheidung der Entlassung von Jan Schlaudraff und der Einstellung von Gerhard Zuber, die lassen nur zweifeln. Im Sommer wird gesagt, okay, die ganze Situation möchte ich auch nochmal erklären, Bruno Esser, Ron Robert Zieler. Esser wollte ursprünglich weg, hat aus Eigeninitiative gesagt, genauso unter anderem wie Waldemar Anton, ich möchte gehen. Anton konnte gehalten werden, Esser wurde dann dementsprechend einfach mal präventiv schon mal ersetzt durch Zieler. Vollkommen nachvollziehbar, man holt einen ehemaligen verdienten Spieler von 96 zurück, weil man ihn halt gerade haben kann und der wirklich gut ist, der in der zweiten Liga sich auch schon bewiesen hat, genauso wie in der ersten Liga, in der Euroleague und in der Nationalmannschaft. Und man ersetzt damit halt eben den abgangswilligen Esser. Essers Abgang klappt aber nicht sofort und irgendwann wird gesagt, ja, dann musst du halt bleiben, weil Schauner geht zu Leipzig und wir brauchen dich dann dementsprechend. Esser bleibt also als Nummer 2. Zieler hat deswegen die Rückendeckung der Fans nicht, weil gesagt wird, Esser wird zu Unrecht aus dem Tor genommen. Der Kontext fehlt anscheinend den meisten Fans, weil der wollte den Verein verlassen. Zieler ist die Alternative, die geholt wurde. Warum ist Zieler jetzt daran schuld? Esser ist im Endeffekt daran schuld. Hätte Esser von Anfang an ein klares Bekenntnis gemacht, egal ob das jetzt sinnvoll gewesen wäre oder nicht, dann wäre die Situation eine andere gewesen. Er hat es aber nicht gemacht und dementsprechend ist es auch vollkommen berechtigt, dass er auf der Bank saß. Kind hat dann aber gesagt, er darf nicht gehen. Im Sommer hätte man eine Ablöse bekommen können, denn Esser hat in der Bundesliga gute Leistungen gebracht. Nach einem halben Jahr auf der Bank kommt jetzt dann plötzlich die Entscheidung, yo, wir lassen den ablösefrei nach Hoffenheim gehen. Ein halbes Jahr vor Vertragsende, im Sommer hätte er ablösefrei gehen können, jetzt haben wir keinen zweiten Torwart. Wo ist der Sinn? Wo ist der Sinn dahinter? Es gibt einfach keinen Sinn dahinter. Es fehlt mir jegliches Verständnis für diese Entscheidungen. Es gibt für mich keinen unsinnvolleren Transfer. Für mich übertrifft der Wechsel von Esser nach Hoffenheim nur aus Vereinssicht den Wechsel von Nübel zu den Bayern. Das ist Wahnsinn. Und das zeigt einfach die Problematik. Es wird ein Sportdirektor entlassen und das ist eine irrationale Entscheidung, gerade seinen Nachfolger zu ernennen, der gerade vor Gericht mit 96 agiert. Auf der anderen Seite wird einer entlassen, der so gesehen für seine Möglichkeiten einen guten Job gemacht hat. Es ist im Endeffekt ein Tritt zwischen die Beine von Jan Schlaudraff. Und das vollkommen zu Unrecht. Zuber wird mit dem Satz auf der 96-Seite wieder angekündigt. Unabhängig von arbeitsgerichtlich zu klärenden Rechtsfragen genießt Gerhard Zuber das volle Vertrauen der Geschäftsführung. Zuber, der nie was gerissen hat. Zuber, der im Endeffekt genau deswegen freigestellt wurde, weil er eben die Kompetenz nicht nachweisen konnte. Und der genießt das volle Vertrauen, wohingegen Schlaudraff sich nie etwas zu Schulden kommen lassen hat. So macht man keine Vereinspolitik, so schadet man Jan Schlaudraff, der das nicht verdient hat und so bringt man sich selber um Sympathien und um einen verdienten Spieler. Der wird doch nie wieder was für 96 machen. Warum denn auch? Es gibt jetzt überhaupt keinen Grund mehr für ihn. Und wenn wir das alles mal zusammenfassen, dann ist die Lage einfach nur katastrophal. Das ist im Endeffekt das Fazit dieses Videos. Die aktuelle Lage ist katastrophal. Und dazu komme ich jetzt erstmal davor. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich das noch ändern wird.
Wir haben jetzt noch ungefähr 14 Tage, 2 Wochen Transferphase. Erstens, wer soll kommen? Welche Position wollen wir verstärken? Zweitens, wer soll die Gespräche führen? Zuba jetzt auf einmal wieder? Anscheinend ja schon. Drittens, wie soll der Spieler finanziert werden, wenn kein Geld zur Verfügung steht? Oder ist jetzt plötzlich welches da, wo Schlotterbeck weg ist? Und Kind hat nur nicht vertraut, dass er vernünftig Geld ausgeben würde, was nochmal ein dickerer Tritt zwischen die Beine wäre. Und viertens, wie will man den Spieler denn überzeugen? Wer kommt denn jetzt freiwillig nach Hannover in dieses Umfeld, in diese sportliche Situation und in diese vereinsinterne Situation? Das tut sich doch kein Mensch an. Ich bin überrascht, dass nicht alle Spieler sofort eine Wechselanfrage gestellt haben. Dass Schlaudraffs Draht zur Mannschaft sowieso schon gekappt wurde, okay. Aber jetzt nach diesem Auswurf ist doch klar, dass keiner in diesem Verein irgendeine Ahnung mehr hat, was er tut. Das geht einfach nicht. Und von Vereinsseite wird immer so getan, als ob alles okay wäre, als ob alles komplett normal und nachvollziehbar wäre. Hannover 96, liebe Verantwortliche, wenn irgendjemand dieses Video sieht, es ist für den gemeinen Fan und selbst für Fans, die tiefer drinstecken, nichts transparent. Es ist nichts verständlich. Es gibt überhaupt keinen Hintergrund dazu, dass Schlaudraff gefeuert wird, Zuba wiederernannt wird, Esser gegangen lassen wird. Das sind alles Dinge, die sind nicht nachvollziehbar und ihr dreht euch immer schlimmer in die Todesspirale. Dieser Verein ist dem Untergang geweiht, wenn es so weitergeht. Und das ist traurig. Ich liebe diesen Verein. Aber aktuell kann man keinen vernünftigen Grund finden, dass man sagt, yo, wird wieder. Ich bin wirklich positiv. Ich war im Sommer positiv, ich war als Kotschak eingestellt wurde positiv, ich war als die Ergebnisse jetzt zum Ende hin einigermaßen nur gestimmt haben positiv, ich war jetzt als kein Neuer verpflichtet wurde positiv, aber das hat mir heute, und das kann ich euch wirklich sagen, das hat mir den Boden weggerissen. Wenn man 96-Fan ist, wie ich es bin, und der auch wirklich Schlaudraff unfassbar gefeiert hat für Tore gegen Hamburg, für Tore gegen Sevilla, für einen genialen Freistoß gegen Hertha, und der wird so weggeworfen, so verbrannt. Das tut richtig, richtig weh, weil das meine Haupt-96-Zeit war, als dieser Mann für Hannover aktiv war. Und der ist jetzt weg und im Endeffekt ist jeglicher Sinn bei Hannover 96 damit komplett ad acta gelegt. Das ist meine persönliche Meinung. Vielleicht siehst du da draußen das komplett anders und hast was komplett anderes zu sagen, aber aus der Sicht eines Fans mit Herzblut, der immer positiv über 96 denkt und redet, ist das Ganze aussichtslos. Es ist wirklich aussichtslos. Die einzige vernünftige Konsequenz wäre ein Rücktritt von Martin Kind, ein Rückzug von Gerhard Zuber und Kotschak, der sich irgendwie in die nächste Saison rettet und ihm das Vertrauen dann gegeben wird, sich seinen Trainerstab selber zusammenzustellen, seine Spieler zu bekommen, dass mal ein bisschen was investiert wird. Das ist der einzige Weg, den ich momentan sehe. Hoffentlich schaffen wir es überhaupt, in der zweiten Liga zu bleiben. Weil mein Optimismus ist komplett weg. Die Mannschaft kann doch jetzt auch nur noch verunsichert sein. Plötzlich ist der Sportdirektor weg. Duxch wurde von dem geholt. Franke wurde von dem geholt. Sebastian Jung wurde von dem geholt. Jannis Horn wurde von dem geholt. Zieler wurde von dem geholt. Zieler hat mit ihm zusammengespielt. Stendera wurde von ihm geholt, Aogo wurde von ihm geholt, die wurden alle von ihm geholt, Hansson genauso. Und der ist jetzt einfach weg, obwohl er nichts falsch gemacht hat und damit verbunden, dass er gehen musste, obwohl er ja nichts falsch gemacht hat und in der Mitte der Winterpause trennt man sich von ihm. Das zeigt auch den Spielern auch, an uns wird nicht geglaubt, weil anscheinend sind wir Teil des Problems, anscheinend ist dadurch begründet, dass er gegangen wurde, dass wir nicht gut genug als Transfers sind. Wie soll das denn Selbstvertrauen geben? Wir haben ein wichtiges Auswärtsspiel in Regensburg in der englischen Woche als Start. Wie soll das denn funktionieren? Folgt mir gerne auf Twitter, mgt-24, und da habe ich vorhin das Zitat gepostet, was auch im Sportbuzzer, also in der neuen Presse unter anderem drin stand. Dann, ich blende den Screenshot hier mal ein. Das war's. Ich gebe es auf. Der Verein ist absolut am Ende. Das Maß an Lächerlichkeit ist unbeschreiblich. Das ist einfach nur Wahnsinn. Schlaudraff hat das Beste aus seinen Möglichkeiten gemacht. Jetzt wird Zuba dahingestellt. Unfassbar. 96 bzw. Hannover. Was ist aus dir geworden? Von einem tollen Verein, der mich immer begeistert hat, der mir immer Hoffnung gegeben hat, der absteigen und aufsteigen konnte, wie er wollte, war mir vollkommen egal. Abstiegskampf,
alles Mögliche, zusammengeschweißt durch so viele tolle Ereignisse in der Euroleague, durch den Tod von Robert Enke. Und jetzt das. Ich saß heute, das kann ich euch sagen, ich war auf der Arbeit, ich war wirklich für nichts mehr zu gebrauchen. Das hat mir komplett die Luft zum Atmen genommen. Und das mag lächerlich klingen vielleicht, aber wer Fußballfan ist, der versteht das, wenn sowas passiert. Fußball kann euphorisieren und Fußball kann richtig wegdrücken. Und ich möchte jetzt die Maßnahmen, die potenziellen, habe ich gesagt, mir fallen keine mehr ein. Ich bin mit meinem Latein wirklich am Ende und ich habe normalerweise immer Ideen, aber die Positivität ist abhandengekommen, es gibt sie nicht mehr, ich hab sie wirklich nicht mehr, es ist nicht mehr da. So ist. Ich würde gerne sagen jetzt, ja, wir machen das und das und das, ich habe es aber einfach nicht mehr. Das hatte ich die letzten Monate immer, aber habe ich nicht mehr. Ich hoffe, der Kader schafft es irgendwie, sich zu stabilisieren und irgendwie zu zeigen, doch, wir sind besser. Vielleicht nimmt er ja aus diesem ganzen Negativen positive Energie raus. Aber momentan fehlt mir dafür jegliche Vorstellungskraft. Und beenden möchte ich das Ganze mit genau dem Punkt, den ich gerade gesagt habe. Vor knapp über 10 Jahren hat sich unser Torwart, unser Kapitän, Nationaltorwart, Identifikationsfigur, dazu entschieden, Schienensuizid zu begehen. Seine Frau und sein Kind alleine zu lassen, weil er unter schwersten Depressionen gelitten hat. Sicherlich auch dadurch begründet, dass seine erste Tochter gestorben ist. Sicherlich aber auch durch diesen ganzen medialen Druck, den er unter anderem in Barcelona oder in Lissabon oder in Istanbul hatte, begründet. Man macht eine große Gedenkveranstaltung, man macht einen riesen Fass auf, man hat Podiumsdiskussionen mit Therese Enke und so weiter und so fort. Und im Januar entlässt man und diffamiert man einen Sportdirektor, der ein verdienter Spieler dieses Vereins, der jung ist und am Anfang seiner sportlichen Managerkarriere steht, komplett verbrennt ihn und lässt einen Trümmerhaufen zurück. Ich hoffe, Jan Schlaudraff geht's gut. Ich hoffe, der wird das verkraften. Weil so geht man mit keinem Menschen um. Gerade Hannover 96 sollte das wissen. Und das macht mir Angst um diesen Verein und ich glaube, dass sich davon erstmal so schnell keiner erholen wird. Schreib du mir gerne deine Meinung in die Kommentare, ich bin gespannt. Können da gerne diskutieren darüber, vielleicht sich alles zu dramatisch, ich glaube aber nicht, weil dieses Statement am Ende ist mir wirklich wichtig. Und ich bin fassungslos heute. Ich finde es traurig. Und ich werde es trotzdem weiter verfolgen, weil bei Hannover ist man, und das gilt auch trotzdem für Jan Schlaudraff, niemals allein. Wir gehen Hand in Hand. Tschüss.